Hier kommt jetzt World of Cubes und was es genau damit auf sich hat, das erklären jetzt Fabian und Benedikt. Ja, wir haben uns mit einer Bilderkennungssoftware beschäftigt, beziehungsweise haben probiert, unsere eigene zu schreiben, um ein Bild einer Webcam zu analysieren und darauf zu reagieren. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel Iron Man. Da gibt es ja im ersten Teil diese zwei Roboterarme. Und da gibt es ja die eine Szene, wo der Roboterarm versehentlich etwas löscht, obwohl das gar nicht soll. Und da ist natürlich auch wieder das ganze Prozedere dann in der Praxis die Bilderkennung, die der Roboter, also der Computer, auswerten kann. Genau. Wir haben uns dafür auch überlegt, wir wollen einen Roboterarm bauen. Das hier ist jetzt ein Design davon. Wir haben da auch schon recht viel am 3D-Drucker gemacht und ja, da arbeiten wir weiter dran. Das wird aber noch bestimmt mindestens ein halbes Jahr dauern, bis wir da soweit sind. Hier haben wir uns jetzt, wie gesagt, mit der Bilderkennung versucht zu beschäftigen. Dafür haben wir hier oben eine Kamera, die soll dann später am Roboterarm sein. Und damit wollen wir dann die Sachen scannen. Genau. Jetzt natürlich erstmal die Frage, wie funktioniert das Ganze? Wir haben unsere Kamera und wir haben unsere bunten Würfel. Und wir wollen natürlich kleiner die ganze Sache rangehen. Später wollen wir damit dann kompliziertere Objekte erkennen. Aber jetzt für den Anfang bleiben wir bei bunten Würfeln, hier in dem Fall in Blau und Grün. Im Labor hatten wir vorhin auch noch rote Würfel dabei. Genau, heißt, ich nehme den Würfel, lege den hier hin und der Roboterarm soll den später greifen und nehmen können. Was brauche ich dafür? Ich brauche die genaue Position, dann die Farbe, um zu erkennen, welcher Würfel es ist und natürlich auch den Drehwinkel, um den entsprechend richtig greifen zu können. Ja, wie werten wir das Ganze aus? Das war die erste Frage. Und? Ja, und natürlich müssen wir erstmal das Bild dafür erkennen und sehen. Wie gesagt, dafür haben wir die Kamera, wir lösen das dann Pixel pro Pixel auf und dann nehmen wir jeden Pixel durch und gucken, ob der die entsprechende Farbe hat, also blau, rot oder grün. Und wenn er die Farbe hat, dann schreibt er das für sich in ein extra Bild sozusagen rein. Und wir hatten davor das Problem, dass der ab und zu eine Farbe erkannt hat, die eigentlich gar nicht da ist. Einfach, weil da an dieser Stelle der Farbwert überschritten war. Das konnten wir dann darüber lösen, dass wir gesagt haben, er soll im Umkreis gucken. Wenn da mindestens vier weitere Pixel sind, die die gleiche Farbe haben, dann ist das wirklich ein Pixel, der Element des Würfels ist. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ja, dann soll das eben trotzdem als weiß deklarieren. Genau, jetzt kommen wir zur praktischen Anwendung, wie das Ganze jetzt dann funktioniert. So sieht das dann, während wir programmieren und ausprobieren, auf unserem Raspberry Pi aus. Den haben wir jetzt hier und davor hatten wir natürlich dann am Monitor angeschlossen. Genau, hier sieht man ein bisschen von unserem Code und da drüben sieht man die Konsole. Ja, das Erste, was er macht, ist ein Bild aufzunehmen, das sehen wir oben, das ist der erste Schritt und das muss er jetzt irgendwie in eine Form umwandeln, in der er es sinnvoll analysieren kann. Dafür haben wir gesagt, wir machen jeden Pixel, der kein Körper ist, weiß und färben die blauen Cubes blau ein und die grünen Cubes grün. Das macht er als Erstes. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und an dieser Stelle macht er dann mit der Auswertung weiter. Genau. Wir wollten ja, wie gesagt, den Mittelpunkt und einen der Eckpunkte herausfinden. Das haben wir dadurch gemacht, dass wir einen der Würfel uns angucken. Da haben wir einen bestimmten Algorithmus zugeschrieben. Und dann zählt er die Punkte, die Elemente des Würfels sind, und guckt sich die Koordinaten an. Dann bildet er von jeweils den X- und den Y-Werten den Durchschnitt. Und das ist dann genau der Mittelpunkt. Und die Ecken, die haben wir auch noch bestimmt, indem wir gesagt haben, okay, gucke dir die Punkte an und den ersten Punkt, den du findest, der ist wahrscheinlich eine Ecke. Dann muss er natürlich in zwei Richtungen nichts weiter sehen vom Würfel und in einer Richtung muss er mindestens drei weitere Pixel sehen, damit wir uns sicher sein können, dass es eine Ecke ist. Kannst du mal weitermachen? Genau. Wenn er das gemacht hat, dann markiert er das Ganze. Heißt, wir sehen jetzt hier schwarze Punkte in den Mitten der Körper und schwarze Punkte in den jeweiligen Ecken. Das hat den Sinn, wenn er die Ecke erkannt, kann er den Mittelpunkt bestimmen und auch den Drehwinkel. Diese werden dann in der Konsole ausgegeben und diese können dann weiter an den Roboterarm geleitet werden, welcher die dann später ansteuern kann und bewegen kann und durch die Winkel genau greifen kann. Ja. Ja, so soll das dann später aussehen. Zuerst soll er ein Modul haben mit der Kamera. Damit guckt er sich das Ganze an. Danach legt er dieses Modul weg und dann nimmt er einen Greifer und kann dann genau diesen Cube greifen. Was soll das dann in der Zukunft wirklich bringen in der Anwendung? Natürlich sind wir faul und deshalb wäre es für uns natürlich nicht schlecht, wenn wir dann zu Hause uns ein Glas Wasser mit dem Roboterarm einschenken lassen können. Aber abgesehen von dieser Spielerei kann er natürlich auch in der Realität helfen.
Also als Beispiel bei irgendwelchen Mars-Missionen oder ähnlichem, wo wir als Menschen nicht eingreifen können, ist es sehr gut, wenn man da Kameras hat und die auch dann Sachen erkennen können. Genauso ist es auch bei Operationen und so ein sehr guter Weg, wie man das verbessern könnte. Genau, mit unserem Projekt haben wir jetzt die Grundlagen für den weiteren Weg geschaffen und ja, danke fürs Zuhören.